Aber wie viele Kühe haben wir eigentlich? Also ich weigere mich jetzt irgendwie da die Kuh zu töten, weil nachher wir müssen die auch irgendwie vermehren, ne? Und das ist auch ein bisschen doof dann. Das lassen wir mal gleich mal hier zum Essen. So. Also jetzt könnte es langsam mal ein bisschen Weizen geben, finde ich. Also ich könnte jetzt theoretisch, könnte ich das jetzt hier beschleunigen mit Bone Meal. Soll ich das machen, Leute? Komm, dann machen wir das. Vielleicht haben wir ja noch die Gelegenheit. Wo ist denn jetzt der Knochen hin? Übrigens, Angeln können wir erstmal hier hinpacken. So. Das packen wir dahin. So, dann machen wir mal Baumehl klar. So, dreimal. Ich weiß gar nicht. Wächst das dann beim. Okay, jetzt ist zweimal. Ach, schau mal einer an. Wie interessant. Wollen wir als erstes die Kuh machen oder wollen wir als erstes Brot machen? Also ich glaube, wir machen mal die. Und? Wieso haben wir keinen Erfolg bekommen? Was soll denn das? So, aber wir können jetzt hier erstmal wieder neu anpflanzen. Also das funktioniert. Wir brauchen tatsächlich nur. Aber das verstehe ich jetzt nicht, wieso das hier nicht funktioniert hat mit dem. Naja, das werden wir ja dann irgendwie sehen. So, wie sieht's denn hier aus? Reicht das? Anscheinend. Die scheinen zu reichen. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Kühe und ich kann eine Kuh, könnte ich jetzt killen. Und ich glaube, das mache ich auch mal. Und ich habe einen Erfolg erzielt. Sehr gut, indem ich jetzt gerade die eine Kuh getötet habe. Da haben wir jetzt den Kuhschubser bekommen und es ist wieder ein bisschen größer geworden. Klasse. So, das nächste wird auch Kinder einfach werden. Da brauchen wir nämlich Schnur. Leder habe ich, okay. Das nächste, was wir brauchen, ist im Endeffekt dann die Geschichte mit dem Brot. Genau, dann brauche ich die Geschichte mit dem Brot. Das sollten wir aber auch hinkriegen. So, sehr schön. Also Essen haben wir jetzt wirklich. Da liegt auch wieder ein Ei. Aber zu dem See kommen wir noch nicht, ne? Nee, leider nicht. Blümchen hätten wir hier noch. Da kann ich irgendwas einfärben. Schade, dass wir hier nicht bis zu dem See rankommen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber wir könnten jetzt wirklich hier. Okay. Also scheint erstmal auszureichen. Ich nehme jetzt einfach mal ganz frech hier nochmal zwei Körner. Ne, Moment, die Eier, die lassen wir jetzt mal da. So, dann nehme ich mal zwei. Sparsam der Herr, ne? So. Ja, aber wollen wir mal gucken. Scheint zu funktionieren. Ja, Lampe ist ja da und dann soll das mal hier ein bisschen wachsen und dann können wir nämlich den nächsten Erfolg uns holen. So, das können wir am Leben lassen. Brauchen wir nicht. Und ja, würde ich sagen, wir können wieder runtergehen. Vielleicht mal noch was essen, weil ich habe schon wieder, sehe ich gerade, hier Mampf halt, ne? Also schieben wir uns mal ein Kabeljau rein. So, also das heißt, wir brauchen als nächstes ein Skelett, was wir killen können. So, das war. Und Diamanten wären nicht schlecht. Ach, schau mal einer an, was wir da haben schon wieder. Das nehmen wir doch gerne mit, oder? Gut, dass ich mir eine zweite gemacht habe. Klasse. So, jetzt müsste man nur mal irgendwie gucken, wo Diamanten sind. Also die sind ja dann, wenn dann, weiter unten. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, wir müssen weiter runter. Und bei der Gelegenheit natürlich, da steht ein Creeper. Na? Oh, ist ja sogar. Er hat sich in die Luft gesprengt.
Vielleicht hat er ja sogar noch ein bisschen ein paar Artgenossen mitgenommen oder so. Kann ja sein. Dann werden wir mal hier ein bisschen... Okay. Und da hinten sehe ich Mr. Skeleton. Auch mehr als geil. Weil den kann ich gut gebrauchen. Ja. Ist natürlich blöd. Wegen Fernwaffe und so. Scheiße. Scheiße. Jawohl. Hab ihn. Und ich hoffe auch... Na, ist das jetzt hier nicht abgetrieben? Schade, der hat gar nichts gedroppt irgendwie. Finde ich gerade ein bisschen ärgerlich. Hätte ich doch gerne noch ein bisschen was mitgenommen. Was ist das hier eigentlich? Kann man das jetzt hier klauen, oder? Nee, immer noch. Boah, was ist das denn? Jetzt aber. So, Leute, seht ihr? So, und jetzt sollte das eigentlich auch funktionieren, obwohl ein bisschen riskant ist. Warte mal, eins, zwei. So. Gehen wir mal eben mal kurz eine unendliche Wasserquelle bauen. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, geil, funktioniert. Prima. So, dadurch haben wir das Problem auch schon gelöst. Das nehmen wir dann am besten auch gleich mal mit nach oben. Hier ist noch Kohle. Ah, die holen wir uns auch noch, kein Problem. Aber ich bringe jetzt erstmal das Wasser nach oben, weil Wasser kann man immer gebrauchen. Das werden wir auch definitiv noch gebrauchen. Im Notfall, wie gesagt, jetzt mit dem Essen haben wir kein Problem mehr. Weil jetzt können wir wie die Bekloppten hier angeln. Und perfekt. Das heißt also, wir werden jetzt hier die Wasserquelle, genauso wie wir es haben wollten, machen. Ich hoffe jetzt, dass das nicht schon wieder versickert. Aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, jetzt klappt es, siehst du. So, jetzt brauchen wir noch den zweiten. Und jetzt haben wir zwei Wasserquellen. So sollte es sein. Das heißt, Wasserproblem ist absolut gelöst. Perfekt. Läuft. Leute, läuft. So. Na. So, ab nach oben. Lalalala. So, da können wir nämlich auch ein bisschen mit Wasserfällen arbeiten oder so. Das heißt, dann, falls wir dann mal nach oben gehen, das wollen wir ja auch machen. Somit dann wegen runterfallen und so, wisst ihr? Und da ist immer gut, eine unendliche Wasserquelle zu haben. So, jetzt einfach dahin und jetzt haben wir hier jede Menge Wasser. Jetzt kann nichts mehr passieren. Klasse. So, wir haben schon wieder zweimal Eisen, was wir schmelzen können. Und ich sehe, es ist schon wieder ein Baum gewachsen. Hier ist auch ein Kotelett fertig. Prima, läuft. So, Huhn geht weg. Jetzt schmelzen wir mal eben fröhlich ein. So. Wie sieht es nahrungstechnisch aus? Ja, und Leben sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen hier mal mampfen. Den Service, den gönnen wir uns. So, und Bäumchen ist gewachsen. Prima. Gleich abnudeln. So, und dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg nach den Diamanten machen. Das heißt, wir haben jetzt wieder neues Eisen mitgebracht. Das heißt, wir können uns jetzt auch eine Eisenpickaxe machen. Und auf Diamantenjagd gehen. Das sollte theoretisch jetzt funktionieren. Natürlich werde ich auch hier wieder sparsam sein. Das heißt, wir arbeiten jetzt. Da Holz haben wir ja wirklich jetzt so erstmal ja, auf Vorrat. So, hier wieder 5. Also das haben wir jetzt insgesamt 19 schon. Das sieht gut aus. So, von mir aus kommen den Pflanzen wir auch gleich wieder ganz brav an. Ich hoffe ja mal, dass ich hier... Ja, es klappt schon. So. Achso, ich wollte mir ja nur Dings machen. Eine... Sag schon. So, das lassen wir hier. Und zwar eine Eisenspitzhacke. 1, 2, 3. Ja, dann haben wir immer noch 5. Ist gut. So. 1, 2. 1, 2, 3. Und damit kriegen wir auf jeden Fall die Diamanten ab. So, da ist schon der nächste. Da ist der nächste, den wir anpflanzen können. Sehr gut. So. Da schon wieder ein Ei. Ich glaube, die Eier sollten wir mal sammeln, oder? Ich weiß ja nicht. Vielleicht brauchen wir die ja noch. So. Sieht ja gut aus. Okay. Hätte ruhig einen Apfel fallen lassen können, aber egal. So, und weiter geht's. Jetzt geht's nach unten. Ich höre schon wieder übrigens ein Skelett. Wo ist es?
Ich höre hier immer die ganze Zeit ein Skelett, aber ich finde es nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt hier runter, ne? Also, weiter Richtung nach unten, Diamanten suchen. Da sehe ich irgendwas aufsteigen. Das sieht so aus, als ob da Enderman ist. Ah, ne, Entschuldigung, verguckt. So, wir bauen uns hier runter. Hört sich so an, so wie ob hier auch wirklich noch irgendwo Monster sind. Ziemlich in der Nähe. Habe ich Fackeln bei? Ja. Okay. Noch geht's weiter runter. Da ist was Neues. Gold. Ich weiß gerade gar nicht, mit was man Gold abbaut, aber wir nehmen es mal mit. Okay, Gold haben wir schon mal. Ja, Gold. Braucht man das jetzt unbedingt? Ich weiß nicht. Bringt das eigentlich irgendwie was? Boah, das hört sich hier richtig laut an nach Monster. Okay, da unten geht es auf jeden Fall etwas tiefer runter, wie wir gerade sehen. Das jagt mir ein bisschen Angst ein. Ich werde hier auf jeden Fall mal ein Kabel reinsetzen. So, und dann werden wir vielleicht mal hier den Weg nehmen. Okay, das geht überall irgendwie. Oh, oh, oh. Okay, Leute, da unten ist richtig was los. Okay, das funktioniert schon mal so nicht. Dann müssen wir uns eine andere Möglichkeit. Erstmal würde ich sagen, hier ist eine ganz gute Höhe. Das heißt, wir werden hier mal vorsichtig. Wow! Boah, krass. Wo kam der denn her? Langsam sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir mit Leitern arbeiten. Und ich habe auch Wasser übrigens bei, glaube ich. Ja. Also wir könnten... Weiß ich nicht, ob das was bringt. Ja, wie kommen wir da jetzt runter, ey? Das ist jetzt so eine Frage hier. Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Vielleicht hier mal reingehen. Gucken, wie weit wir hier... Oh! What? Ach du Scheiße, ey. Wow! Heidi Deidi, ey. Das ist aber mal richtig Action hier. Die schaffen das auch übrigens hier hoch, sehe ich gerade. Wie ist mir ein Rätsel. Aber ist auch gut so, weil von hier oben habe ich definitiv bessere Kontrolle. Ach du Scheiße. Ist auch irgendwo ein Enderman. Nein! Das ist das Ende! Leute, das ist das Ende! Ich weiß nicht, ich bin gestorben. Ach du Scheiße! Leute, das habe ich nicht gesehen. Fuck, was passiert jetzt? Okay, ich bin wieder gespawnt, zum Glück, aber die Sachen sind natürlich alle weg. Zum Glück bin ich so einer, der wirklich immer vorsichtig ist und alles in die Kisten reinpackt. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wie wir... Die freuen sich natürlich, die Enten. Jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht, wie wir jetzt vorgehen, also... Ja, am besten mit Null, also was anderes fällt mir jetzt erstmal gar nicht ein. Einfach runtergehen und versuchen, aus der Situation was zu machen, also... Andere Möglichkeit sehe ich da jetzt nicht, weil die Fackeln, es ist ja nichts mehr da.
Scheiße, ne? Ja, so kann das gehen. Okay. Wo war denn das? Ja, das habe ich absolut nicht gesehen, Leute. Ja, seht ihr, da geht's auch schon wieder los. Also die Sachen, die liegen da irgendwo. Also eigentlich ist es so gut wie keine Chance mehr. Weil ihr seht ja selber, was hier los ist. Das ist jetzt dumm gelaufen. Die Sachen sind weg. Also ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt hier regeln sollte. Also komm, wir können runterhüpfen. Da sind die Sachen. Und ich bin wieder tot, seht ihr? Also das können wir jetzt immer so oft wiederholen. Aber das wird nichts bringen. Ja, also... Ich kann da jetzt nichts machen. Also weder mit dem Schwert, also... Scheiße, ne? Fuck, 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 fuck. Was man machen könnte... Ich könnte mir jetzt noch einen Wassereimer craften, aber... Leiter, aber eine Leiter bringt mir auch nichts wirklich. Fackeln ausleuchten, das würde was bringen. Und da haben wir sogar ein bisschen was, also an Kohle. Ich versuche mal unten ein paar Fackeln anzubringen. Das ist das Einzige, was mir jetzt momentan einfällt. Um vielleicht so ein paar Sachen dann zu retten. Und ja, doch, das klingt plausibel. Das können wir mal machen. So, dann mache ich mal eben kurz ein paar Stickies fertig. So, also zumindest haben wir hier dann vier Fackeln. Vier Fackeln sollte, falls sie weg sein, jetzt nicht so ein großer Verlust sein. Ja, und dann nehme ich noch so ein Ding und mache mir einfach mal so eine prähistorische Steinkeule hier fertig. Sodass wir uns ein bisschen verteidigen können. Das ist das Einzige, was mir jetzt halt, wie gesagt, einfällt. Der Rest ist unten. Vor allen Dingen ist sehr ärgerlich mit dieser Eisenspitzhacke. Die haben wir uns ja gerade erst gemacht. Und ja, es ist... Ah, scheiße, Leute. Komm. Ist ja wieder ärgerlich. Ja, bin ich hier angepisst jetzt gerade, aber egal. Na toll. Und jetzt geht's auch schon los. Okay. Aber... Okay, den habe ich aber. Und ich bin schon wieder tot. Also ihr habt gesehen, ich habe hier null Chancen, Leute. Das ist hier voll ärgerlich gerade. Verstehe auch gar nicht jetzt, was die da gemacht haben. Aber wo kamen die denn jetzt her? Die hätte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Okay. Aber die Sachen kriege ich wieder. Da sind sie alle. Zum Glück. So. Zum Glück habe ich auch oben. So. Na, das sieht doch ganz gut aus. So. Okay. Dann geht es jetzt erstmal weiter. Das Wasser lasse ich tatsächlich so. Und jetzt versuche ich unten die Sachen, die uns verloren gegangen sind, natürlich wieder zu holen, indem ich Fackeln montiere. So, erstmal das Skelett hier weg. Okay. Okay. So, der Trottel ist weg. Dann kann ich hier eine Fackel anmontieren. Das hat geklappt. So, jetzt werde ich gucken, wo ich die hin montiere. Ich denke mal hier. Und da kommen sie. Wenn ich Glück habe. Von wo kam der? Hier mache ich zu. So. Ja, die treffen mich auch leider. Weil ich gerade, was passiert, wenn ich den hier wegräume. Ich meine, hier bin ich relativ sicher. So. Wenn ich es schaffe, dass sie sich selber angreifen, wäre perfekt. So, okay, das scheint aber ganz gut zu sein. Jetzt sammeln sich ja alle diese Plop. Und kloppen sich selbst weg.
So. Schau, dass der Creeper hier nicht explodiert. Ah, da ist gerade richtig was los hier, Leute. Seht ihr das? So. Okay, ich muss mal kurz in Deckung gehen. Da hilft alles nichts. Ich muss auch unbedingt was essen, schnell. Wow. So, Hauptsache ist, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Licht. Schade, dass wir hier auch keine... Na komm schon. Der will aber auch nicht da rangehen, du. Wow, und schon wieder. Okay, aber diesmal hat es geklappt, Leute, glaube ich. So. Creeper in die Luft gesprengt. Meine Fresse, sau schwierig hier. Wirklich extrem. Autsch. Okay, hier müssen wir uns auch mal demnächst was einfallen lassen. So. Wo war das jetzt? Da hinten, ne? Ja, hier war das. Na, liegen meine Sachen noch da? Ja, hier ist irgendwas. Okay. Ein paar Sachen habe ich hier, die kloppen sich. So, jetzt sind die Sachen natürlich weg da unten, ne? Meine Chance. Habe ich hier irgendetwas? Naja, habe ich nicht, aber da unten war gerade richtig Krieg. Hört ihr das? Da ist immer noch Krieg. Ich versuche das jetzt einfach mal so oft zu machen, bis ich einfach ein paar Sachen wieder habe und unten ausleuchten kann, Leute. Ich habe nichts zu verlieren, deswegen mache ich das jetzt einfach mal an dieser Stelle. Weil, was habe ich zu verlieren? Nichts. So, hier kann ich reinspringen, da passiert nichts. Und jetzt gleich wieder runter, das sollte ich mir mal merken. So, hier war es ein bisschen hoch. Hier ist nicht so hoch. So, hier liegen ein paar Sachen rum. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Okay, und gleich nochmal. Also lange, wie die sich da unten nämlich gegenseitig umbringen. Somit habe ich hier eigentlich eine ganz gute Chance. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Idee, die ich da jetzt habe. Ob das wirklich so gut ist, das weiß ich nicht. So, da ist ein Creeper. Und schnell weg. So. Naja, lass da alles kaputt machen da. Das soll er machen, wenn es ihm Freude bereitet. So habe ich natürlich wieder kaum Chancen, weil die Herzensleiste, ihr seht es selber. So. Da unten ist richtig was los. Wow. Okay. Das ist... Ach, mein Gott, nee. Ja, ich habe auch keine Rüstung. Aber Leute, die Sachen sind weg. Ich kann da jetzt nichts dran ändern. Wir müssen uns einfach anders unten einbauen. Ich sehe da jetzt einfach keine andere Chance. Das Eisen lasse ich hier. Ich mache mir jetzt eine ganz normale hier Steinspitzhacke. Davon haben wir genug. Und wir werden jetzt runtergehen. Ganz normal. Und werden jetzt einfach weiter buddeln. Einfach weiter buddeln. Wir versuchen so tief zu kommen, wie wir schaffen. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, ein bisschen Eisen haben wir noch, also ganz aussichtslos ist die Lage nicht. So, da kommen auch schon die ersten bösen Gestalten. Macht aber nichts, weil jetzt können wir hier auch runterspringen, da passiert nichts. So, da ist der nächste Creeper. Hier müssen wir jetzt nur ein bisschen aufpassen. Okay. So. So, und jetzt werden wir uns einfach hier vorsichtig mal ein bisschen weiter buddeln. Mal gucken, wie weit wir kommen. Was ist das da?
Rad Action. Oh Gott, Leute, das Gold ist auch verloren gegangen. Also es nervt mich gerade richtig, dass da so viele Sachen verloren gegangen sind, ja. Naja. So, Guterchen. Jetzt weiter, dann werden wir mal hier weitermachen. Mal sehen, wie tief wir hier kommen. Ich sehe auch nicht so tief. Also da können wir noch gerne den wegnehmen, den Block. Okay, da geht es auch nicht weiter. Das heißt, die können wir mal alle wegnehmen hier. Sehe ich gerade. Weil, oh Gott, das ist richtig voll da unten, Leute. Wir müssten mal einen Eimer haben und das Wasser mal irgendwie hier runterleiten. Das wäre mal eine richtig geile Aktion. So, dass man sich auch irgendwie hochstecken kann oder so. Weil all das... Leute, das ist doch voll Wahnsinn, oder? Ich würde mich nämlich sehr gerne hier mal runterlassen, ja? Also vor allen Dingen auch mal ausleuchten. Hier ist nirgendwo etwas... Was, wieso komme ich hier nicht hoch? Was ist da los? So. Okay. Muss ich aufpassen. Ich glaube, da war nämlich gerade ein Creeper irgendwo. Ja. Okay, vielleicht kann ich den vielleicht umgehen. Hat der hier was in die Luft gejagt, oder? Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Da oben. Achso, hier sind wir runtergeflogen. Okay. So, okay. Sind wir erstmal in Sicherheit. Gut. Ja. Wasser. Wie kriege ich jetzt hier Wasser her? Also, ja, müsste ich mir einen Eimer machen. Und, also wenn ich jetzt hier nochmal Eisen finden würde, dann würde ich das glatt mal machen. Also, aber hier ist nirgendwo mehr Eisen, ne? Ne. Also hier kann ich jetzt jede Menge Steine mitnehmen. Ja, nur Steine. Ja, also es ist sehr nervig. Also Leute, das ist ein bisschen blöd. Jetzt würde ich ganz gerne mal langsam mal wieder so einen Erfolg haben. Und das Einzige, was mir jetzt wirklich hier so spontan einfällt, das wäre jetzt hier diese Geschichte mit dem, hier, sag schon, mit diesen Körnern da. Das ist das Einzige. Wo sind die Körner? Hier, also die wachsen da nun auch nicht gerade. Prima. Ne? So, was ist eigentlich hier mit den Kühen los? Hier kann man die nicht mal fahren. Ach nee, es geht auch nicht, weil... Och, Mensch. Was ist denn hier mit euch Hühnern? Nix. Ja, okay. Also das packen wir mal da wieder hin. Den anderen sieht hier hin. Ich meine, es geht eigentlich. Also wir haben schon mal schlechter ausgesehen, glaube ich, oder? Naja, so. Wie sieht's denn da oben eigentlich aus? Das würde mich auch mal interessieren. Leute, irgendwie hätte ich jetzt mal wirklich Bock, jetzt mal ohne Scheiß noch einen Eimer zu machen. Und einfach, wie viel haben wir denn noch, wie viel Eisen? Also wir haben noch 5-mal Eisen. Also wir brauchen mindestens einmal, das ist zu wenig. Wir brauchen mehr Eisen, Leute. Scheiße. Ja, pass mal auf. Wir gucken mal, was wir jetzt mal bei Erfolge noch machen müssen. Also, das mit dem Brot zum Beispiel wäre eine Idee. Was ist das? Voll Handwerk. Stelle eine Werkbank aus 4 Holzbrettern her. Na, das haben wir ja alles gemacht. Hier so ein Bogen zum Beispiel. Ja, das ist so Sachen, die könnte man machen. Monsterjäger, das hatten wir. Was ist denn das hier? Übermächtig. Ist ein Notchapfel. Ofen, das könnte man auch noch machen. Was ist denn das hier mit Diamanten? Okay. Wir müssen noch tiefer, ja. Okay, also ein paar Sachen sind auf jeden Fall... Ah, cool, ein Zaubertisch. Ein paar Sachen sind... Und Bücher. Ach, jetzt weiß ich auch mit den Büchern, mit dem Leder, ne? Ja, Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten... Folge wieder, Episode wieder. Denn ich werde jetzt hier mal ein bisschen überlegen, was ich machen kann. Ich glaube, ich werde da unten, und zwar hier, ich zeige euch das mal, sodass ihr das mal seht. Ich werde jetzt hier wirklich die einzelnen Etagen mal alle nacheinander mal wirklich so abernten.
und zu gucken, ob ich einfach noch ein bisschen Eisen oder so finde, sodass wir hier wieder einen Eimer herstellen können, weil den will ich unbedingt haben, so einen Eimer. Das war wirklich schade. Das heißt, wir haben jetzt 6 Mal Eisen insgesamt verschwendet. Und jetzt müssen wir uns wirklich einfallen lassen, wie wir das Eisen irgendwie wieder zusammenkriegen. Ich hoffe, dass da unten noch ein bisschen Eisen ist. Das wäre nämlich richtig cool, weil dann können wir da noch ein bisschen loslegen. Gut, Leute, bis dahin. Tschüss.